Hallo, hier ist Muho aus Osaka und heute geht's wieder um das Hokyo Sammai, den Schatzspiegel Samadhi. Oder eigentlich auf Chinesisch heißt dieser Text Bao Jing Sammei, nicht Hokyo Sammai, aber ich spreche ihn japanisch aus. Und ich habe in der Zwischenzeit noch eine vierte deutsche Übersetzung im Internet gefunden, und zwar auf einem Blog, der den Titel Zen Splitter trägt. Der Blogschreiber stellt sich vor als ein Zen-Mönch aus Rheinland-Pfalz mit dem Namen Sogen. Über 50, 1,76 groß, 8 Kilo Übergewicht, Schuhgröße 43, von nix ne Ahnung, aber zu fast allem ne Meinung. Also könnte auch so ein anderer Avatar von mir sein, ne? Ich sehe da gewisse Verwandtschaft, eine Seelenverwandtschaft. Aber ich bin diesem Blogschreiber zumindest meines Wissens noch nie begegnet. Wie dem auch sei, auf dem Zen-Splitter-Blog findet man eine PDF. Aus irgendeinem Grunde wird das Hokyo Sammai hier Pao Ching Sammai genannt. Pao Ching ist vermutlich die etwas veraltete Wade Giles Umschrift. Heute würde man wahrscheinlich eher die Pinyin Version, also Bao Jing, bevorzugen. So wie man früher sagte, man Taoism, und inzwischen neigt man eher dazu, vom Daoismus zu sprechen. Ne? Und Sammai ist vermutlich einfach ein Fehler. Ne? Es müsste im Chinesischen Sammei heißen. Aber ich bin kein Sinologe. Was schön ist, oder was ich gut fand an dieser Übersetzung, zum einen, der Übersetzer Soge nennt seine Quelle. Er schreibt, bei der Übertragung diente die englische Übersetzung von Joan Nitrur, Sheng Yen und Cass Tanahashi als Vorlage. Und ich lese einfach mal die ersten Absätze in dieser Version nochmal vor. Ihr findet den Text auch in der Videobeschreibung. Die Lehre von Soheit. Die Lehre von Soheit, das ist auch eine Version von Nyosinho, der Dharma, so wie er ist. Dieses Ding hier, das Ding, von dem die Buddhas und die Ahnen gesprochen haben. Die eine Sache. Die eine große Sache von Leben und Tod, könnte man sagen. Die Lehre von Soheit. Finde ich nicht die allerglücklichste Version, denn dann wird es ja eine Lehre über Soheit. Ne? Soheit allein ist schon sehr abstrakt, und wenn wir dann eine Lehre von der Soheit daraus machen, dann befinden wir uns schon weit oben auf der Karte sozusagen, ne? Und sind nicht mehr hier. Ne? Hier, das Ding. Wie dem auch sei, die Lehre von Soheit auf direktem Weg von erleuchteten Vorfahren weitergegeben. Nun, da sie dein ist, bewahre sie gut. Eine Handvoll Schnee in silberner Schale, graue Reiher im schimmernden Mondschein verborgen. Ein bisschen komisch, dass es graue Reiher sind und nicht weiße, ne? Aber wie dem auch sei. Sie scheinen gleich, sind sie für sich, vereint jedoch sind sie verschieden. Sie scheinen gleich, wenn sie für sich sind, vereint jedoch sind sie verschieden. Nicht in Worten ruht der Sinn, er passt sich an das Entstehende an. Zögere und du tappst in die Falle, verfehl ihn und ewig wirst du es bedauern. Und schön an dieser Übersetzung ist auch, da gibt es eine kleine Einleitung, und da findet man ein Gedicht, das ebenfalls von Tosan stammen soll und in dem er seine Erwachenserfahrung beschreibt. Also Tosan hatte bei seinem Meister Ungan Donjo praktiziert und da auch schon eine gewisse Durchbruchserfahrung gehabt, aber er ging dann doch nochmal auf Reise. Und das, was er da erfahren hat, das soll er erfahren haben, als er
an einem Fluss oder an einem See vorbeiging und er sah sein Spiegelbild im Wasser. Ne? Das ist also das Gedicht, das diese Erfahrung beim Blick ins Wasser beschreibt. Ich lese erstmal die Übersetzung vom Sogen vor und dann, ich werde versuchen, in Zukunft immer mehr meine eigenen Worte zu verwenden, ne? Weil sonst muss ich euch langweilen mit hier bei der Übersetzung stimmt das nicht und hier stimmt das nicht. Ne? Aber ich lese jetzt erstmal Sogens Übersetzung vor. Vermeide nur das Suchen bei anderen oder du wirst dich von dir selbst entfremden. Nun gehe ich alleine, doch sehe ich ihn überall. Nun ist er ich. Doch ich bin nicht er. Auf diese Art muss man verstehen, um sich mit Soheit zu vereinen. Die Übersetzung ist nicht falsch, ich selber würde es eher so übersetzen. Ich bitte dich inständig, nicht anderen nachzulaufen. Denn je mehr du anderen nachläufst, desto weiter entfernst du dich von dir selbst. Jetzt, in diesem Augenblick, gehe ich ganz allein. Doch überall, wo ich hinkomme, begegne ich ihm. Ihm, das bin jetzt ich. Er, in diesem Moment ist er ich. Aber ich bin nicht er. Und eine ähnliche Zeile, die finden wir dann später noch im Schatzspiegel Samadhi. Er ist ich, ich bin nicht er. Oder im Schatzspiegel Samadhi war es, glaube ich, umgekehrt. Ich bin er oder du bist er, aber er, das bist nicht du. Im Schatzspiegel Samadhi ist es nicht die erste Person Plural, sondern die zweite Person Plural. Ne? Und darüber werde ich dann noch später sprechen, ne? Worum es da geht. Vielleicht sogar noch heute. Ne? In diesem Augenblick ist er ich, aber ich bin ich er. Wenn du diese Sache wirklich erkannt hast, dann kannst du sie in jedem Moment deines Lebens umsetzen, verwirklichen. Hier in der Übersetzung heißt es, man muss sich mit Soheit vereinen. Ne? Finde ich auch wieder sehr abstrakt. Es geht darum, um die Umsetzung im Alltag. Wenn du das einmal verstanden hast, alles, wo du hinblickst, ne? Da begegnest du dir. Aber du bist nicht das, was du da siehst. Bei der Gelegenheit, also ich möchte jetzt die ersten Absätze des Hokyo Sammai auch nochmal in meinen eigenen Worten ausdrücken. Ne? Nyose no ho, also ich würde sagen, hier, das ist der Dharma. Das ist das Ding. Das ist das Ding, das Buddhas an Buddhas weitergegeben haben. Und die Ahnen haben es an die Ahnen weitergegeben. Und jetzt, in diesem Augenblick, hältst du es in der Hand. Du hältst es in der Hand, pass auf, dass du es nicht fallen lässt. Was ist dieses Ding? Es ist so wie ein silbernes Tablett, auf das Schnee fällt. Und die meisten von uns sehen da nur Schnee. Die fragen sich, von welchem Tablett ist da die Rede? Es ist so wie ein weißer Reiher, der sich im Mond versteckt. Die zwei sind nah beieinander, aber sie sind nicht eins. Sie mischen sich und dennoch. Das eine ist nicht das andere. Du kannst den Unterschied erkennen. Du musst den Unterschied erkennen. Hier geht's um einen beliebten Ausdruck zu verwenden, um die Differenz in der Gleichheit, die Gleichheit in der Differenz. Die Dinge sind verschieden und trotzdem sind sie gleich. Aber in der Gleichheit gibt es die 10.000 Unterschiede. Aber konkret bezieht es sich auf die zwei Aspekte von dir. Darüber habe ich zum Beispiel gesprochen, recht ausführlich in meinem Interview mit dem Hesan Thorsten Schäfer. Was ist Erleuchtung, heißt das Gespräch. Viertel, dreiviertel Stunde. Da spreche ich über, also
Thorsten, die erste Frage an mich war, wer bist du? Und meine Antwort, kurz gesagt, war zwei Möglichkeiten. Zum einen, ich bin der Muho, ne? Hier, ich bin der Muho. Ursprünglich Olaf. Und zum anderen sitzt hier aber auch einer, der sagt, ich bin der Muho. Oder der sich vielleicht fragt, warum bin ich der Muho? Und der mit dem Namen Muho nicht beschrieben werden kann. Der auch kein Alter hat, kein Geschlecht, kein Gesicht, keine Nationalität. Der wahre Mensch ohne Rang. Oder Buddha. Ne? Der Normalbürger Muho und Buddha, der sich ausdrückt in diesem Normalbürger. Und die zwei sind so nah zusammen wie das Silbertablett und der Schnee, wie der weiße Reiher und der Mond. Aber sie sind nicht eins. Die Bühne ist nicht der Hauptdarsteller. Aber ich bin beides. Ich bin der Hauptdarsteller auf der Bühne, ich bin aber auch die Bühne. Ich muss meine Rolle im Spiel spielen, ich bin aber auch die Leinwand des Films, auf dem dieser Film, das Spiel, sich abspielt. Und jetzt ist es schon wieder kurz vor der Zeitgrenze, ne? Aber ich komme wieder zurück aufs Thema, vermutlich schon morgen, ne? Danke fürs Zugucken, wir sehen uns wieder. Tschüss.